Ihr seht es wird wieder kälter. Es kommt jetzt aber auch die Jahreszeit, wo es wieder früher dunkel wird. Und umso wichtiger ist es natürlich, dass wir uns auf unsere Taschenlampe verlassen können, wenn wir auf Tour sind. Und für diejenigen, die meinen Kanal schon länger verfolgen, die kennen vielleicht diese kleine Winkeltaschenlampe, die ich schon seit 2 Jahren benutze. Die ist so schön klein, dass ich sie zum Beispiel bei mir auch im EDC mit drin habe. Blende ich euch auch gerade mal ein. Und ich kann diese kleine Taschenlampe auch als Stirnlampe verwenden. Und deswegen habt ihr die schon gesehen, zum Beispiel bei meinen Megamärschen. Erst vor 2 Wochen habe ich ja meine letzten 50 Kilometer hinter mich gebracht. Das Video dazu bekommt ihr nächste Woche. Dann habe ich diese kleine Taschenlampe dabei gehabt bei meiner Übernachtung bei minus 16 Grad im Schnee. Auch da war sie mit dabei. Also ihr seht, ich habe die jetzt schon einige Zeit benutzt, einige Zeit dabei gehabt und auch für euch getestet. Und weil ich die einfach so cool finde, möchte ich euch heute von der Firma mal auch noch andere Taschenlampen vorstellen. Ich habe also die Taschenlampe schon einige Male mit dabei gehabt und ich finde die echt cool. Die hat sich echt schon total bewährt. Warum finde ich die so stark? Einmal, weil die so eine Winkeltaschenlampe ist, also das heißt, die leuchtet an die Seite. Heißt, ich kann die irgendwo dran machen und sie leuchtet nach vorne. Das kannst du bei keiner anderen Taschenlampe, da musst du immer sie in der Hand halten, um irgendwas anzuleuchten. Und bei der durch diesen Winkel brauchst du es eben nicht. Als zweites habe ich hier so ein Stirnband mit dabei. Das heißt, ich kann die da drauf klippen, einfach zumachen und dann habe ich eine Stirnlampe. Mega praktisch, weil dann kannst du einfach vielfältiger benutzen. Ich habe die, wie gesagt, am Megamarsch die ganze Zeit schon mit dabei gehabt und habe die eben aufgehabt. Ihr habt es gesehen im Video. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ist sie super robust und sie hält überraschend lang. Ich brauche die höchste Leuchtstufe eigentlich nie. Und dann hat mich Oleid angesprochen und hat gefragt, hey, wenn dir diese Taschenlampe gefällt, hast du dann auch Lust, mal andere Taschenlampen von uns auszuprobieren? Und da sage ich natürlich nicht nein und die möchte ich euch heute mal zeigen. Bei der Frage, welche Taschenlampe ich gerne dann mal testen möchte, habe ich mich für die Baton 3 entschieden. Das ist jetzt die Sommer Edition, deswegen ist sie blau. Und wenn ihr das euch jetzt mal anguckt, ihr seht, die sind von der Größe her ziemlich gleich, ziemlich identisch, ein paar Millimeter Unterschied. Großer Unterschied ist natürlich, hier die leuchtet zur Seite, hier die leuchtet nur nach vorne. Und das heißt, die ist natürlich auch ideal fürs EDC. Genauso klein, der Akku ist der gleiche. Hier seht ihr ihn, der ist wirklich super klein. Ich schau mal, was er hat. 550 mAh. Ganz interessant finde ich, dass hier so ein Case mit dabei ist. Ihr kennt es vielleicht von einigen Kopfhörern, von einigen drahtlosen Kopfhörern. Das machst du hier auf, steckst die Lampe hier rein und dann lädt der integrierte Akku von dem Case, lädt hier deine Lampe auf. Und zwar steht da drauf 3,7 Mal. Heißt also, auch wenn die wirklich wieder lang hält, die Lampe, falls sie mal leer wird, kannst du sie einfach drahtlos aufladen. Offen gestanden, ich persönlich kann mir nicht vorstellen, für was ich dieses Case jemals brauchen sollte, weil wenn ich unterwegs bin und ich möchte leicht unterwegs sein, dann nehme ich nur die Taschenlampe mit. Und bisher hat es für mich von der Dauer, wie gesagt, immer gereicht. Wenn ich hier dieses Case mitnehme, das ist natürlich wieder schwerer, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann nehme ich doch eher meine Powerbank mit. Und werde die dann einfach an meine Lampe hier anschließen mit einem kleinen Kabel. Weil die Powerbank habe ich sowieso mit dabei. Weil wir es gerade vom Laden haben, da ist das Konzept von Oleid richtig cool. Und zwar ist es dieses kleine Teil, was quasi der Ladeanschluss ist. Heißt, hier hinten ist eine kleine Kontaktfläche. Die ist magnetisch und ich muss es einfach nur dran machen. Und kann dann über den ganz normalen USB-Adapter hier aufladen. Und der passt sowohl für hier als auch auf die Baton, klappt genauso. Also du kannst sie einfach auch mit einem Ladegerät aufladen. Deswegen die Lampe cool, das Case weiß ich nicht ganz. Aber gut. Kommen wir mal zu den Daten von den Taschenlampen. Wir starten mit der Perun. Die Perun ist 52 Gramm schwer, hat maximal 1000 Lumen in der höchsten Stufe. Dann eine Abstufung auf 250 Lumen, auf 65 Lumen, auf 5 Lumen und dann gibt es noch so einen Candlelight-Modus, der ist dann bei 2 Lumen. Kommen wir zum Gewicht, da sind wir ein bisschen unterschiedlich, da haben wir 1 Gramm mehr bei der Baton, sind 53 Gramm. Sie ist ein ordentliches Stück heller und zwar 20% mit 1200 Lumen. Dann schaltet sie runter auf 300 Lumen, auf 60, auf 12. Und dann ist es ganz interessant, auf 0,5. Also das ist dann wirklich ein ganz, ganz schwaches Licht.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du so im Lager unterwegs bist oder einfach was so in einem Meter Entfernung zum Sehen brauchst, langt es vollkommen aus. Von den Abmaßen her sind die beiden ziemlich identisch, und zwar 21 mm mal 63 mm. Also gerade mal 6,3 cm hoch und 21 mm im Durchmesser. Super klein, super handlich, fürs EDC natürlich ideal, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, gerade auch auf Touren, wenn du leicht unterwegs sein willst, langt es vollkommen aus, eine von diesen kleinen Taschenlampen mit dabei zu haben. Und wie hell das Ganze ist, das möchte ich euch mal zeigen, weil ich war nämlich gestern Nacht unterwegs und habe die zwei einfach mal miteinander verglichen. Also ihr seht, wir haben jetzt hier die kleine Stufe. Die funktioniert eigentlich nur, wenn wir wirklich was in der Nähe bei uns haben wollen, dieses Candlelight. Das ist wirklich sehr, sehr dunkel, da brauchen wir nicht viel erkennen, aber fürs Lager ist es eigentlich ideal. Und das Schöne ist, dass es so ein dunkles Licht gibt, weil damit bist du natürlich auch nicht so auffällig nach außen. Das heißt, der Schein ist nicht unheimlich lang. Es ist wie gesagt eher so wie eine kleine Kerzenflamme. Und das langt fürs Lager und außerhalb davon sieht dich keiner mehr. Also echt cool. Unterschied zwischen der Perun und der Baton ist, dass die Perun aufgrund ihrer Linse vermutlich einen wesentlich breiteren Strahl hat. Das heißt, für die Nähe ist es ideal, weil du einfach viel mehr Fläche ausleuchten kannst. Ihr seht es, ihr seht meine komplette Hand mit der Perun. Verglichen mit der Baton ist es so, dass du nur einen Teil der Fläche siehst. Das heißt, es ist kleiner konzentriert und damit siehst du nicht mehr so viel. Hat aber auf der anderen Seite den großen Vorteil, und das seht ihr jetzt, dass du mit der Baton einfach weiter leuchten kannst als mit der Perun. Die Perun, wie gesagt, eher breit, eher für den Nahbereich. Bei der Baton kannst du weiter gucken, obwohl die Helligkeit quasi vergleichbar ist. Das muss man einfach bei denen wissen. Kommt darauf an, was ihr braucht. Und jetzt seht ihr noch die unterschiedlichen Stufen. Auf der mittleren Stufe und auf der hellsten Stufe. Und dann gibt es noch einen wahnsinnig coolen Effekt. Und zwar mit einem Doppelklick auf die Lampe kommt ihr in einen Turbo-Modus rein. Und der ist dann eben bei der Perun 1000 Lumen, bei der Baton 1200 Lumen hell. Und das ist echt ordentlich. Also da, wenn man mal kurzzeitig was zum Schauen braucht, dann ist es echt irre hell. So, jetzt habt ihr mal die beiden Taschenlampen gesehen. Aber wir sind ja hier auf so einem Kanal, wo laut meinen Analytics unheimlich viele Männer auch mit dabei sind. Und ganz ehrlich, wir brauchen natürlich auch was quasi, ja, ein bisschen ein Männerspielzeug ist. Und da möchte ich euch zeigen, was mir Olight hier geschickt hat. Und das ist natürlich echt ein krasses Teil. Und zwar ist es die Warrior 3. Allein vom Größenvergleich seht ihr, das ist natürlich ein ganz anderes Kaliber. Und die hier hat sage und schreibe 2300 Lumen. Also doppelt so hell, mehr als doppelt so hell als die Perun und in etwa doppelt so hell als die Baton. Das ist ein irre Teil. Ist natürlich vom Gewicht her ordentlich schwerer. Hier sprechen wir von 176 Gramm. Das heißt also dreimal so schwer wie die anderen beiden. Hält natürlich entsprechend auch länger. Aber die hat auch wieder diese 5 Leuchtmodi. Und die teilen sich auf in 2300 Lumen in der Boost-Variante, 800 Lumen in der höchsten Stufe, 200, 15 und dann 1 Lumen. Also ihr seht, die sind in den unteren Stufen, diese Candlelight-Modus und der kleinste Modus, ist von der Helligkeit genau an den beiden anderen angepasst. Und es ist wirklich, ich muss sagen, von der Helligkeit genau ideal. Also ich mag diese beiden Modi total gerne und den finden wir auch in der Warrior wieder. Was das für einen Unterschied macht in der Nacht, das zeige ich euch jetzt. Hier seht ihr wieder den kleinen Modus, das Candlelight für die Hand. Hier in etwa so wie bei der Baton her, vielleicht auch vergleichbar, einfach weil die Linse vorne genau gleich ist. Dann kommt aber natürlich der große Unterschied in den Leuchtmodi, die richtig viel Power haben. Und die seht ihr jetzt an. Ultra cool. So, und was ich natürlich richtig cool finde, zeige ich euch jetzt. Ihr seht, ich habe heute meinen Ausrüstungsgürtel wieder an. Und zwar ist hier eine Tasche mit dabei, wo ihr die reinmachen könnt. Und damit ist die natürlich perfekt für den Ausrüstungsgürtel. Also da muss ich sagen, die feiere ich total, diese Tasche. Weil du kannst hier dann einfach rangehen, die Taschenlampe rausholen und dann leuchtest du. Und ihr habt natürlich, muss man erstmal wieder anziehen. Und ich habe jetzt natürlich hier vorne mal den Knopf zum Draufdrücken, wo ich sie anmachen kann. Ihr seht es hier. Aber das Coole ist, ich habe auch da hinten einen Knopf und kann quasi mit dem Daumen auch noch anmachen.
Ich drücke hinten drauf in einen Taster, an, aus, dann kann ich quasi morsen oder halt zu der Zeit, wo ich das Licht brauche, einfach anmachen. Ich habe jetzt aber auch die Möglichkeit, wenn ich durchdrücke, dann leuchtet es in diesem Boost-Modus, also super, super hell. Und wenn ich loslasse, dann ist sie wieder aus. Also das finde ich total cool, dass du quasi zwei Anschalter hast. Das kenne ich bisher von keiner anderen. Einziges Manko, muss ich ganz ehrlich sagen, ist der Auflader, der von dieser Baton ist. Der klippt zwar da hinten dran, aber ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, dass die hier lädt. Also anscheinend sind die beiden Auflader nicht miteinander kompatibel. Der von der Warrior, der ist hier auch rot, der hier ist unten schwarz. Und wenn der dran klickt, dann lädt die nicht wirklich. Also anscheinend sind die nicht miteinander kompatibel. Bisschen doof, weil wenn du zwei Taschenlampen dabei hast und nur ein Ladekabel mitnehmen möchtest, dann funktioniert es nicht. Also da muss ich mal nachgucken, ob ich irgendwas falsch mache. Aber bisher habe ich es noch nicht zum Laden bekommen. Und weil wir gerade beim Laden sind, ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe mal geguckt, mit wie viel Watt die denn laden, einfach, dass ihr das mal seht. Und ihr seht es jetzt mal eingeblendet, bei der Warrior habe ich tatsächlich einen Ladestrom von 9 Watt. Und bei der Perun und bei der Baton, ihr seht, dass die wieder auch da identisch sind, liegen wir zwischen 3 und 4 Watt Ladestrom. Die Info mag vielleicht für euch jetzt nicht so relevant sein, wenn ihr zu Hause die Taschenlampen ladet, aber wenn ihr eine Powerbank dabei habt, dann macht es auf jeden Fall Sinn, sich nochmal zu überlegen, wie viel Watt habe ich denn in meiner Powerbank drin, wie viele Wattstunden und wie oft kann ich dann eben meine elektronischen Geräte aufladen, weil wenn ihr Kamera habt, Handy habt und eben auch die Taschenlampen, dann sind natürlich die Watt relativ schnell durch und verbraucht. So, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen, wo ich euch die drei Lampen von Olight mal ein bisschen näher gezeigt habe. Vielen Dank an Olight Deutschland, dass ihr mir die Baton und die Warrior 3 zur Verfügung gestellt habt, damit ich die in dem Video hier testen kann. Robust sind die Dinger ohne Ende, das habe ich an der Perun schon festgestellt. Also deswegen schaut da gerne mal mit vorbei. Interessant ist, dass es immer mal wieder solche Flash-Sales gibt, wo die einfach wesentlich günstiger sind, als wenn ihr sie regulär kauft. Also schaut da auf jeden Fall immer mal wieder vorbei bei denen, wann es wieder so eine Aktion gibt. Und dann würde ich sagen, viel Spaß, genießt die dunkle Jahreszeit mit den richtigen Taschenlampen und dann sehen wir uns nächste Woche beim nächsten Video, wenn ich die 50 Kilometer in 12 Stunden laufe. Bis bald!